Die Zielsetzungen, mit denen man in Ostdeutschland ans Werk geht, wo man bei Null anfangen muss, könnten für viele unserer saturierten Kunstvereine interessant sein und ihnen neue Inhalte geben. Einer der schon neu gegründeten Vereine hat seine zukünftigen Aktivitäten schon klar umrissen. Er soll als Beispiel dienen. Die Kunstwerke e.V. ist ein kleiner Verein im Hinterhof einer ehemaligen Margarinefabrik. Er will die Kulturvermittlung über direkte Künstlerförderung betreiben. In erster Linie heißt das, Künstlern zu Ateliers zu verhelfen, die nämlich sind in Berlin Mangelware. An das Atelierhaus sind Galerieräume angegliedert, in denen nicht nur die vom Verein betreuten Künstler, sondern auch andere Auswärtige ausstellen können. Diese Werkstätten in den ehemaligen Fabrikationshallen sollen den Künstlern immer nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt werden, damit auch andere Künstler eine Chance haben. Schwerpunktmäßig werden junge Künstler gefördert. Sind Sie der Wasserträger der Galerien? Der Wasserträger der Galerien sind wir nicht, weil, kann ich jetzt von mir ausgehen, mich würde eine ökonomische Galerie überhaupt nicht reizen. Also überhaupt nicht. Verlängerte Arm der Künstler, ich würde uns als pragmatische Pufferzone bezeichnen zwischen dem neu aufwallenden Bürokratismus und eben veränderten Bedingungen und den Künstlern. Weil ich kann nicht erwarten, dass ein Künstler jetzt sämtliche Vertragsabwicklungen alles von alleine macht. Das ist einfach in einem Land, in dem Atelierraum nichts kostete, in dem jeder Künstler zwei oder drei große Wohnungen als Atelier benutzen konnte, vielleicht insgesamt 50 Mark zahlte. Da kann ich das nicht erwarten. Die Galerie der Kunstwerke e.V. bietet Platz genug für Ausstellungen aller Art. Atelierraum ist in allen großen Städten für die meisten Künstler inzwischen fast unbezahlbar. Die Zielsetzung der Kunstwerke e.V. könnte beispielhaft für die Kunstvereine im Westen sein, die oft nur noch Kopien unserer Museen darstellen und deshalb in eine Art Identitätskrise geraten sind. Doch durch die konsequente Vermittlung junger, regionaler, neuer Kunst und die Mithilfe bei der Beseitigung des Ateliernotstandes könnten sich die Kunstvereine aus der Krise retten, sich eine neue Legitimation und Aufgabe verschaffen, die letztlich ihre Tradition sogar fortentwickelt. Ein Künstler, der bekannter sein sollte,